Vlog. Ich, Leute, bin so fertig mit meinem Leben. Ich habe jetzt heute meinen letzten Tag, also Urlaubstag. Es ist viel passiert. Ich habe euch einiges zu erzählen. Wir waren gerade einkaufen, wie ihr unschwer erkennen konntet. Und ja, ich werde jetzt gleich noch ein Video drehen. Da muss ich den ganzen Tag Uni machen. Also meine Vlogmas-Videoreihe wird wahrscheinlich nicht immer so spannend sein. Aber ich dachte, ich nehme euch einfach jede Woche jetzt immer einmal mit. Also dass ich euch so einen Wochen-Vlogmas-Vlog hochlade. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich habe auf jeden Fall Bock. Und ja, zuallererst kommen wir immer dazu. Wir haben keinen Fernseher mehr. Long story short, wir haben den einfach bei der Familie mit erstmal abgegeben, weil der Fernseher da kaputt war und wir jetzt gerade eh gar keinen Fernseher nutzen. Und also ich weiß jetzt nicht, wann wir uns irgendwann mal einen Fernseher holen werden. Aber nicht, dass ihr euch wundert, warum da keiner ist. Wir wollten einfach unserer Familie das dann einfach geben, weil es ja irgendwie, weiß ich nicht, schade ist, wenn die dann halt kein Fernsehen gucken können. Und die gucken ja auch viel, viel mehr als wir. Also wir gucken ja, wenn dann halt schon eher YouTube-Videos oder irgendwelche Streams. Und das kann man jetzt auch erstmal weiterhin über MacBook oder übers. Zweite Sache, Leute, ich habe mir ein Auto geholt. Also ich muss mich hier irgendwo mal hinsetzen und euch das erzählen. Auf jeden Fall habe ich mir ein Auto geholt. Ich habe mir also jetzt hier keinen Neuwagen oder so, wenn man jetzt irgendwie so hier runter. Also nicht, dass ihr jetzt hier irgendwie ein krasses Neuwagen oder also einfach generell einen krassen Neuwagen irgendwie denkt, dass ich mir so einen gekauft habe. Ich habe nicht das, sagen wir mal, das Glück, reiche Eltern zu haben, die mir hier, keine Ahnung, einen teuren Audi oder was weiß ich was mir schenken können. Beziehungsweise ich verdiene ja durch YouTube ja nichts. Dass so viele YouTuber dann sagen können, oh, durch euch könnte ich mir das und das leisten. Ich mache das hier einfach aus reinem Spaß. So, ich habe meinen Job und ich liebe es, YouTube zu machen. Ich wollte es ja auch früher schon viel, viel länger machen. Habe mich ja dann einfach viel zu spät getraut. Auf jeden Fall freue ich mich, mein Baby abzuholen, mein allererstes Auto, und ich bin einfach richtig happy, endlich eins dann zu haben, wo ich von A nach B komme, weil es hat mich so genervt, überall mit dem Fahrrad fahren zu müssen, bei der Jahreszeit zumindest. Also im Sommer stört mich das halt null, aber in der Winterzeit ist es ein bisschen nervig. Ja Leute, that's the news gerade, also neues Auto. Ich bin so happy. Ich kann es immer noch nicht glauben. Also ich habe das Auto jetzt noch nicht. Ich muss jetzt noch wahrscheinlich 1 bis 2 Wochen warten, bis ich es dann abholen kann, weil ich es in der Heimat von meiner Family gekauft habe. Und solange das Auto ja noch nicht angemeldet ist, kann ich es ja nicht fahren. Beziehungsweise ich habe ja gar kein Kennzeichen. Also dauert das alles noch ein bisschen, weil das in 2 verschiedenen Orten ja jetzt sozusagen gemacht wurde. Übrigens, Leute, heute ist der 1. Dezember. Ich drehe letzte Old Advanced Calendar. Ich habe einen für mich und einen für meinen Freund. Der ist von mir und der ist für meinen Freund. Yes, ich bin mega happy, weil ich muss sagen, ich hatte letztes Jahr einen Schmink-Adventskalender oder vorletztes Jahr. Und es war eigentlich mega cool, aber ich fand es irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, am Ende hat es man nicht wirklich so krass genutzt, und ich finde Essens-Adventskalender viel, viel praktischer, weil
man isst es dann wenigstens auch und man benutzt es und Make-up benutzt man auch. Aber ob man es dann am Ende feiert, ist auch wieder so die Sache. Ich hätte voll gerne auch den Spice, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Spice Adventskalender, dieser mit den Gewürzen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Den fand ich auch mega cool, aber 100 Euro fand ich dann schon ein bisschen viel für den Adventskalender. Ja. Leute, das ist the real behind the scenes. Ich habe mir gerade einen Tee gemacht, esse noch eine Mandarine, einen Schokodonut. Ist einfach komplett zerdrückt worden, richtig nervig. Und Cranberry-Saft. Ich muss mir noch mehr davon kaufen, weil ich echt momentan Probleme habe mit einer Blasenentzündung. Ich weiß nicht, ob einer von euch das auch mal hatte, aber ich krieg sie einfach gerade nicht weg. Und ich hatte auch schon Antibiotikum genommen, aber sie geht einfach nicht weg. Auf jeden Fall drehen wir gleich die Dezember-Goals. Ich habe schon alles bereitgestellt. Das Licht leuchtet gerade noch sehr gut. Ich muss auf jeden Fall halt später richtig viel für die Uni machen, aber ich dachte, ich drehe das Video jetzt, wenn es hell ist, bevor es dann um 16 Uhr halt dunkel ist. Man kann dann halt einfach gar nichts mehr drehen und es sieht halt auch einfach scheiße aus. Auch von den Lichtverhältnissen und so, das gefällt mir dann einfach gar nicht. Ja, ich werde jetzt mal kurz noch meine Haare machen und dann drehen wir das Video. So Leute, so sieht es dann aus, wenn ich ein Video drehe. Also, ihr seht das ja dann hier so. Ist jetzt gerade unscharf, weil ich was in der Nähe scharf gestellt habe, aber so sieht es dann halt aus. Ich habe es gerade gedreht und da ist mir eine Frage aufgekommen. Ich habe gar keinen Namen für Vlogmas. Also wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt zu Vlogmas, dann let me know. Übrigens, Leute, habe ich mir die bei Penny geholt. Die waren voll günstig. Ich glaube 4,99 oder so, weil die sind sonst viel, viel teurer. Also über 10 Euro kosten die sonst. Und ich weiß ja nicht, ob ihr sowas schon mal probiert habt. Aber ich bin mega gespannt, ob das schmeckt. Vielleicht mache ich die Woche einen Salat und dann mache ich das mal dazu. Also wenn ihr irgendwelche Recommendations mir geben könnt, wozu man das essen kann, dann sagt mir bitte mal Bescheid. Übrigens, Leute, ich habe mir diese Pizza hier mal gegönnt. Also, die hier. Ich bin richtig gespannt, wie die schmeckt. Wir machen auf jeden Fall einen Taste-Test gleich. Meine Rechnungen gemacht und jetzt werde ich gleich meine Uni-Sachen machen. Ja, meine Pizza ist noch im Ofen und ich werde mich später nochmal bei euch melden, wenn meine Pizza im Ofen ist. Ich hoffe, dieser Weekly Vlogmas Vlog wird nicht allzu lang. So Leute, Taste Test von der Pizza. Ich habe da noch ein bisschen Oregano drauf gemacht, damit sie ein bisschen Geschmack hat. Die Pizza ist einfach viel zu groß für meinen Teller. Danke dafür. Und sie verneigt sich vor mir. Beste Position. Super, wie ich die Kamera aufgestellt habe. Und sehr heiß. Oh mein Gott. Leute, hört ihr das? Mir ist gerade eben, also ich packe die manchmal, die Lappen, auf meinen Balkon da, damit die trocknen, weil das dann manchmal schneller geht. Heute ist es aber sehr, sehr windig geworden. Dementsprechend ist mein einer Lappen hier in den Balkon reingefallen, aber der andere ist jetzt aus dem Balkon rausgefallen. Ich habe jetzt keinen Bock. Ich hatte gerade versucht, den irgendwie wieder hochzuholen, aber es geht nicht. Good morning, party people. Kleines Update, also ich werde langsam heiser und ich habe keine Ahnung wieso. Ich muss gleich los.
Ich hoffe, das geht hier irgendwann wieder weg. Also ich habe Sachen eingenommen, dass ich nicht noch heiser werde. Ich habe gar keinen Bock. Kennt ihr irgendwelche Tipps gegen Heiserkeit? Good morning, Party People, wie man an meiner Stimme hören kann. Bin ich krank geworden? Gestern ging es mir gar nicht gut. Ich kann euch die Story mal später erzählen oder so. Auf jeden Fall chill ich jetzt zu Hause. Ich werde jetzt einfach nur mich entspannen und nicht wirklich Großes machen. Ich werde mit euch heute mein drittes Türchen öffnen und einfach mal so ein bisschen mitnehmen. Also hier wird jetzt nicht viel passieren. Who loves alter Adventskalender? Me. Also, ich hoffe ihr auch. Ja, das war das erste Türchen, das war das zweite. Suchen wir mal nach dem dritten. Hier. Das war schon voll eingedrückt. And I want to know, was da drin ist. Safe ist ein Schneemann, oder? Ja, Mann, Leute. Voll süß. Auto. Mein Auto ist jetzt übrigens bei meinem Vater angekommen und ich kann es dann nächste Woche abholen, wenn ich da meine Kennzeichen und so habe. Und was richtig praktisch ist, ich habe eine Freisprechanlage und habe mir noch so einen Car-Charger geholt. Warte, wenn ihr seht, was ich meine, das seht ihr das? Da, dieses Teil. Damit ich mein Handy anschließen kann und dann halt meine Musik anmachen kann. Richtig geil. Ich freue mich richtig. Leute, kleiner Real Talk am Ende. Ich melde mich, denke ich mal, morgen wieder. Ich bin richtig sad, dass ich keinen Weihnachtsbaum habe. Sonst hatte ich wirklich jedes Jahr einen Weihnachtsbaum. Auch meine Family und so. Aber ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir dieses Jahr wirklich einen hole oder nicht, weil wir sind halt nur unterwegs, also wir sind eigentlich gar nicht zu Hause und ob sich das dann halt wirklich lohnt, weil wir haben... Einen Moment, ich drehe mal kurz die Kamera. Wir haben so einen süßen Adventskranz. Der macht es doch auch schon weihnachtlich, oder? Habt ihr einen Weihnachtsbaum? Ist für euch ein Weihnachtsbaum? Mir das ja sehr, sehr wichtig, also für mich eigentlich schon. Aber ich weiß halt nicht, weil ich halt hier nicht zu Hause bin, ob sich das lohnt. Ich habe... Übrigens, mir jetzt vorgenommen, was zu kochen. Ich habe hier noch eine Zwiebel hinzugefügt, dann Kräuter de Provence, whatever. Bisschen Olivenöl kommt dann auch nochmal dazu. And that's it. Nicht wundern, ich packe immer so ein bisschen was für meinen Hamster. Die isst gerne Paprika und deswegen sieht die jetzt so aus, wie sie aussieht. Aber that's all I want. Die packe ich später erst rein, damit die so ein bisschen frischer schmecken. Und die Nudeln kochen jetzt. Den Rest, den ich jetzt hier mache, brate ich gleich an mit den Zwiebeln. Und ja, ich würde mal sagen, let's go. Übrigens nicht wundern, ich habe hier einmal so eine Glasauflaufform. Ich bin generell ein großer Fan von Glasauflaufformen. Formen, so. Und ich habe auch noch eine runde, die kleiner ist, wenn man jetzt vielleicht nicht so einen Riesenhunger hat. Oder sich irgendwelche Röllchen oder so machen will. Aber ich dachte jetzt... So was Großes ist eigentlich mega praktisch. Und ja.
mal, wer sich geschnitten hat. Ich habe mich so lange nicht mehr geschnitten, Leute. Ich musste gerade jetzt auch nochmal komplett das Messer sauber machen. We love. Es ist so scharf. Ich bin nur so ganz leicht an meine Haut rangestriffen. Rangeschliffen. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich lieb's. Ich lieb's. Jetzt noch einmal Café de Paris mit reingetan und das werde ich jetzt alles gleich zusammen in die Auflaufform vermengen und dann noch mal Feta drauf packen und dass das alles so schön verschmilzt. So Leute, also ich habe jetzt die Nudeln reingetan, habe frische Tomaten und Feta noch mal reingetan. Ich habe ein bisschen Feta übrig gelassen, damit wir das dann später noch mal drüber packen können, dass wir, wenn wir Lust haben, frischen Feta nochmal dazu packen können, so wie frische Tomaten und Lauchzwiebeln. Dann habe ich diese kleine Soße hier noch gemacht, damit es nicht allzu trocken wird. Mit Zucchini, Paprika. Ich habe jetzt extra nicht so viel gemacht, weil ich generell das auch nicht mag, wenn das voll Gemüse ist. Also ich feiere das halt einfach nicht. So müsste das dann ungefähr aussehen. Ich habe noch ein bisschen passierte Tomaten mit reingemacht. Also nochmal so ein bisschen was davon. Und Paprika rosenscharf, weil ich Bock hatte, dass das Essen ein bisschen schärfer schmeckt. Werden wir jetzt ungefähr so für, weiß ich nicht, 10-20 Minuten drinnen lassen. Ich muss halt gucken, wenn der Käse geschmolzen ist, dann ist es fertig, weil die Nudeln sind ja schon vorher gekocht worden. Achtet da einfach immer mal so alle 10 Minuten drauf, wie sich der Käse entwickelt, wenn der Käse also jetzt seht ihr ja gerade, dass der Käse noch nicht geschmolzen ist, aber wenn er dann geschmolzen ist, dann könnt ihr ihn auf jeden Fall rausnehmen. Na, wer hat denn vergessen, sein Endergebnis zu zeigen? Also Leute, ich zeige euch jetzt das Ergebnis danach. Ich schwöre euch, es sah viel, viel geiler aus. Es ist übrigens mega lecker gewesen, also kann ich jedem empfehlen. Ich hätte noch ein Tacken mehr Wasser reingemacht, weil ich fand, das ist ein bisschen trocken. Aber mein Freund fand es perfekt. Also ich glaube, das kommt einfach auf den Typ Mensch drauf an. Ich mag es immer ein bisschen, wenn es ein bisschen juiciger ist. Good morning, party people. I'm making Uni. Ich habe gerade Tee getrunken und was gegessen. Heute Morgen habe ich mir so eine Augenpad-Maske gemacht. Es ist so nervig, ne? Ich möchte einfach nur gesund sein. Ich habe keinen Bock mehr. Weil wollte ich noch euch was zeigen. Das hier, no sponsored, das muss ich jetzt wahrscheinlich irgendwie hinschreiben. Das hier schmeckt so geil. Das ist Granatapfel. Ich feiere das richtig. Ich glaube, das trinke ich später, damit ich weiterhin Energie habe. Und ich muss euch sagen, ich fühle mich richtig fresh. Ich war vorhin duschen, mich gepeelt, rasiert. We love. Oh mein Gott, ich wollte euch noch was erzählen. Ich habe die Verpackung weggeschmissen. Leute, ich habe eine Barbour-Creme benutzt. So für meine Haut, ne? So eine Bodycreme. Da stand auch Anti-Aging. Ich hatte das mal einfach so, ich glaube, mal in so einem Paket mit drin gehabt. Einfach so als Goodie. Und dann dachte mir, Michelle, creme nicht mal ein, weil du hast dich heute gepeelt. Und wer hat sich gepeelt? Ich. Aber we love to entertain you. Ich rieche jetzt nach einer alten Oma. Wirklich, ich habe das voll spät gemerkt, dass es so einen komischen Geruch hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So voll dieser Oma-Geruch feiere ich gar nicht so, ne? Also es gibt eine Creme von Barbour, die feiere ich richtig für mein Gesicht. Das habe ich früher immer benutzt. Und jetzt dachte ich so, ach komm, die liegt ja schon voll lange, diese kleine Probe. Nimmst du sie einfach mal mit und packst auf den Körper, klatscht da drauf, ne? Jetzt riech nach Oma. Mann, das nervt mich voll.
So, ich will nicht nach Oma riechen. Ich habe keinen Bock drauf. Ja, muss ich auf jeden Fall nochmal morgen duschen gehen, weil. To-Do-List für heute ist bei mir Uni machen. Wie man unschwer erkennt, mache ich da die ganze Zeit schon Uni. Und den Käfig sauber machen, das habe ich jetzt auch getan. Muss ich jetzt gleich noch das oben drauf packen. Und dann steht bei mir noch Bettlaken umswitchen, weil mir ist vorhin ein Tee umgekippt. Richtig scheiße. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so sieht. Da ist auf jeden Fall so ein kleiner Fleck. Und ich möchte natürlich nicht, dass wir auf so einem Bettlaken pennen. Deswegen wechsle ich das jetzt gleich. Und dann mache ich weiter Uni. Leute, wir haben, glaube ich, 2 Uhr. Ich habe mein eines Modul für die Uni geschafft und ich bin so fertig mit meinem Leben. Und ich bin so paranoid. Ich bin heute gerade noch alleine zu Hause. Also, wenn ich irgendwann mal später ein Haus haben sollte, brauche ich einen Hund oder irgendwas, was mich beschützt. Leute, seht ihr das einfach? Also, bevor ich jetzt ins Bett gehe, es liegt hier einfach Schnee. Oh mein Gott. Do you see this? Ich kann es nicht glauben. Also, wenn das morgen früh noch da ist, zeige ich euch das auf jeden Fall. Ich freue mich so. Es liegt einfach richtiger Schnee hier. Good morning, Party People. Es ist Sonntag, Leute. Wir haben den 2. Advent. Happy 2. Advent. Ihr werdet das Video eh erst morgen sehen, am Montag. Aber I'm very happy about it. Und bei uns schneit es. Do you see that? Ich bin auf jeden Fall mega happy. Ich bereite jetzt mal kurz das Frühstück vor und mache mir gleich noch ein Milch-Honig-Tee, weil mein Hals, wirklich Leute, es ist so scheiße, wenn der Hals irgendwie nicht mitmacht. Es ist so richtig trocken hier, nervt mich richtig. Auf jeden Fall räume ich jetzt erstmal die Küche auf, weil ich den Scheiß noch nicht weggeräumt habe. Ich werde jetzt erstmal kurz aufräumen und den Frühstückstisch vorbereiten. Yes! Leute, ich habe so gute Laune. Einfach weil es schneit. Da ist meine Laune einfach schon direkt besser. Ich weiß ja nicht, ob ihr da auch so seid, aber we love Schnee. November Goals schneiden, was, wenn ihr das hier seht, gestern hochgeladen wurde. Also checkt es gerne mal aus.
Und dann muss ich auf jeden Fall Haushalt machen, also bisschen putzen. Und sonst liege ich eigentlich, glaube ich, den ganzen Tag im Bett und mache weiter Uni. Also Uni ist gerade wirklich so the one and only. Leute, ihr wisst gar nicht, ich war so lange wach. Ich bin richtig im Arsch. Et voilà, Party People. Warum sage ich das jetzt oft? Unser Frühstückstisch ist fertig. Ich habe ein bisschen Wasser, Multisaft. Und jetzt machen wir gleich nochmal beide Kerzen an. Lock. Jetzt. Yay! So, ich muss jetzt nur noch auf meinen Freund warten. Und es hört einfach nicht auf zu schneien. I'm so happy. Es hört einfach nicht auf zu schneien, Leute. So, Leute, ich habe frisch geduscht. Werde mich jetzt an mein Video dran machen, weil das heute sehr, sehr spät online kommt. Sonst möchte ich es ja immer um 12 Uhr hochladen am Sonntag, aber es hat einfach alles jetzt so zeitlich gar nicht gepasst. Auf jeden Fall werde ich jetzt mich an mein Video ranmachen und dann mein To-Do-Plan für nächste Woche machen, was ich alles machen möchte. Ich plane immer so von Montag bis Sonntag immer alles so durch. Höchstens immer so zwei, also höchstens drei Ziele immer. Wenn da noch so Termine zwischen sind, schreibe ich die natürlich mit auf, aber dass ich immer so zwei, drei Ziele am Tag auf jeden Fall habe, damit ich einfach generell so ein bisschen einen strukturierteren Tag habe. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe auch überlegt, ob ich mich heute schminken soll. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe mich früher so gerne geschminkt, auch, also einfach so aus Spaß und ich weiß nicht, ob das gerade mit dem ganzen Stress zusammenliegt, weil ja eigentlich, also in meiner Schulzeit hatte ich natürlich nicht so viel Stress und wirklich, also wenn ich nichts zu tun hatte, ich habe mich immer geschminkt, ich habe Freunde geschminkt, ich liebe es, andere Leute zu schminken, also hit me up, wenn ich die schminken darf. Ich habe wirklich, Leute, ich habe so Bock. Ich habe auch so einen eigenen Instagram-Account für Make-up an sich, wo ich eine Freundin schon geschminkt habe und einmal mich. Aber ich bin da gerade noch nicht so hinterher. Also ich hoffe, dass ich da nächstes Jahr ein bisschen besser hinterherhänge. Not sponsored, aber Leute, dieser Hot Quinoa Veggie Burger ist so geil. Also den habe ich noch nicht probiert. Den habe ich probiert, aber mit Sesambrot. Schmeckt so geil. Der hat und ihr den dann auch habt. Das ist mit frischer Mango, roter Paprika, Quinoa Chili Patty. Also der Patty ist richtig geil. Zarten Babyspinat, roten Zwiebeln und Ciabatta Bun, aber ich nehme halt Sesam. Und ich packe dazu immer noch Röstzwiebeln extra nochmal mit in den Burger. Das schmeckt unnormal lecker. Kann ich jedem empfehlen. Richtig, richtig lecker. So, Leute, das war natürlich alles ein bisschen overwhelmed und alles ein bisschen zu viel. Dieses Vlogmas, also generell die Woche von dem Vlogmas, war auf jeden Fall ein bisschen too much. Aber ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen irgendwie ein bisschen unterhalten und ihr konntet ein bisschen abschalten in dieser, sagen wir mal, stressigen Winterzeit, Weihnachtszeit. Nächste Woche wird auf jeden Fall viel, viel mehr auf euch zukommen. Ich habe nächste Woche so viel zu tun, außer Uni. Und ich werde euch bei allem mitnehmen. Ja, habe gerade meinen Planer gemacht. Hier also mein Plan für nächste Woche. Werde jetzt gleich schön Uni weitermachen. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder.